Manche Menschen rechnen es sich als Verdienst an und halten es für eine Tugend, wenn sie gedankenlos glauben. So steht es in einer Anmerkung des neuen Buches von Thomas Hallig, einem der großen Stars unter den zeitgenössischen theologischen Autoren. Theater für Engel, das Leben als religiöses Experiment, ist der Titel des gut 230 Seiten starken Bandes. Hallig stellt sich darin vor, dass die himmlischen Boten das menschliche Gewimmel wie ein Bühnenstück verfolgen und darauf achten, wie die Akteure ihr Leben, ihren Glauben oder Unglauben darstellen, zum Ausdruck bringen. Je mehr der Einzelne darüber nachdenkt und nachfühlt, die anderen Darsteller wahrnimmt und sich auch in sie hineinversetzt, desto überzeugender wird er. Daraus ergibt sich eine spannende Dramaturgie des ständigen Fragens und Antwortens. Hat nicht derjenige, der Gott als eine Möglichkeit zulässt, nicht bereits das heilige Feld des Glaubens betreten? Schreibt Thomas Hallig, inspiriert von der Theologie Benedikts XVI. Hallig wirbt dabei auch für ein offenes Gespräch zwischen Christen und Atheisten, denn nur so wird die Gedankenlosigkeit im Glauben überwunden und das Theater für die Engel umso spannender. Das ganze Leben als einen Dialog zu begreifen mit Gott und den Menschen, das versteht der katholische Priester aus Prag auch als eine Art des unaufhörlichen Gebets. Gedankenlos, ohne Fragen, ohne offenen Verstand und offenes Herz zu glauben, bedeutet für Thomas Hallig, dieses Gebet abzubrechen, Gott wie eine Billigware hinter der Bühne des Lebens zu verstauen. Das Buch von Thomas Hallig lässt sich nicht einfach so herunterlesen. Es ist anspruchsvoll und verlangt Konzentration, auch wenn der tschechische Religionsphilosoph verständlich und ohne theologisches Geschwurbel schreibt. Dafür bleibt die Lektüre haften, und zwar mit großem Gewinn für das Nachdenken über den eigenen Glauben und die dazugehörigen Zweifel.